Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Final Fantasy 9. Wir sind angekommen im Zinnengebirge. Im Zinnengebirge, nicht Gebirge natürlich. Und wir wollen einmal schauen, Monty, war der nicht mehr irgendwo anders? Naja. Leider gibt es hier, wie er aussieht, tatsächlich auch noch Gegner. Ja. Die ersten paar, glaube ich, machen wir auch ein bisschen. Ich müsste unbedingt zwar mit Lilly auch üben, also kämpfen. Aber nun ja, das geht nun mal nicht. Solche Vampire, also einfache Fledermäuse, die recht zäh sind tatsächlich. Die machen eigentlich für dumme Fledermäuse, machen die ganz schön. War noch gut, ey. So. In Zukunft natürlich werde ich das so ein bisschen überspringen. Kurz was anlegen von der Ability her. Weil da haben wir jetzt beispielsweise bei ihr noch überhaupt nichts. Götterspeise ist immer so eine Sache, die finde ich eigentlich ganz gut. Weil, ja, später verhindert die halt, dass wir irgendwie zu irgendwas erstarrt sind. So, wollen wir erstmal kurz gucken. Oh, hier ist jemand. Historiker belegen, der angebliche Hinterhalt war nur eine Ausrede, um das eigene Missgeschick zu vertuschen. Das zurückhaltende Verhalten des Offiziers gegenüber der Tochter zeugte von seinem schlechten Gewissen. Auch der Held ist letztlich nur ein Mensch. Die Erzählung vom Menschsein, noch viel. Um in das Schloss des Kaisers eindringen zu können, galt es, die Glocke der Amaterasu zu finden. Oder Amateras zu finden. In den Tiefen der Höhle besiegten sie Adamantaimai und ergatterten die legendäre Glocke. Also ich werde mir das so ein bisschen mal notieren. Gerade eben hatten wir ja Menschsein. Menschsein. Die Erzählung vom Kooperieren. Dann haben wir Kooperieren. Eine neue Waffe für sie dann. Das haben wir schon lange. Gehen wir mal am besten nach da oben. Da geht auch jemand schon gerade lang. Fünf meiner selbst gibt es zu finden. Noch fehlen drei. Du wirst doch nicht etwa aufgeben, mein Kind. Nein. Mithrilarmreif. Also drei fehlen noch von ihm. Ich glaube, da hinten wäre vielleicht noch einer gewesen. Das wäre nochmal eine Idee. Da war ich nämlich noch nicht. Oder doch? Da. Auf ihrem Rückweg wurden sie in einen Hinterhalt gelockt, aus dem sie nur entkamen, weil Joseph sein Leben opferte. Der Offizier verließ später die Stadt, ohne der Tochter Chanel ein Wort zu sagen, die immer noch auf die Rückkehr ihres Vaters wartete. Die Erzählung vom Schweigen. Und noch zwei müssen wir finden. Da oben geht auf jeden Fall schon jemand lang. Dann gehen wir dann auch einfach mal lang.
Zu einer Zeit, als die 33 Kleinstaaten sich gegen das Kaiserreich auflehnten, lebte Joseph mit seiner Tochter in einer kleinen Stadt. Eines Nachts bat ihn ein flüchtiger Offizier um Hilfe. Joseph willigte ein und sie machten sich mit ihrem kleinen Trupp auf den Weg und fanden Zuflucht in einer Höhle. Die Erzählung vom Anfang. Also Anfang natürlich ganz oben. Noch eine. Vielleicht ist da noch eine. Also da, wo wir tatsächlich auch waren. Weil ich habe es gerade schon mal gespielt und da habe ich wirklich mich zu Tode gesucht. Nein, Lilly! Historiker belegen, ob der Steinschlag ein Hinterhalt war oder nicht, das dies ändert nichts an der Tatsache, dass die Tochter ihren Vater verloren hat. Folglich zeigt die Geschichte von der Heldenhaftigkeit des Offiziers, der in Schweigen gehüllt die Stadt verließ, denn so entscheidet die Nachwelt über die Heldenhaftigkeit Josephs. Die Erzählung vom Heldentum. Somit ist die Geschichte vervollständigt. Und Heldentum. Also ich würde ja anfangen, kooperieren, schweigen, Heldentum und vielleicht Mensch sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Aber dieses Menschsein, das finde ich halt immer noch sehr eher prägnant einfach, weil also von der Arbeit her waren wir mal in so einem, ja, in so einem, ja, Club kann man schon sagen. Und da waren nur reiche Leute und wir waren als Dienstleister da. Und dann sagte die Chefin, ja, aber sprecht ihn nicht an, ihr sprecht ihn nur an, wenn sie euch ansprechen, was totaler Blödsinn ist. Also für mich sind auch reiche Leute, sie gehen halt auf Toilette, sie machen halt auch ihren das, was sie immer machen müssen. Und ja, also wie gesagt, das, ja, also, ne? Es kam aber wenig Gegner tatsächlich. Ich hatte das etwas schwieriger in Erinnerung. Ich gehe nochmal einmal hier. Nicht, dass ich irgendwie was verpasst habe. Nee. Eigentlich können wir dann auch somit schon dorthin gehen. Es ist dir also gelungen, alle zu finden. Jetzt erzähle mir die Geschichte. Aber Vorsicht! Die Geschichte besteht in Wirklichkeit nur aus 4 Kapiteln. Ein Kapitel ist falsch. Sei also vorsichtig, welche hier du wählst. Also das würde ich ganz gerne als letztes, das Mensch sein. Obwohl, es geht wahrscheinlich über Menschsein und Heldentum. Das würde ich erst anfangen, ja. Dann kooperieren. Schweigen. Der angebliche Hinterhalt war nur eine Ausrede. Das zurückhaltende Verhalten zeigt von seinem schlechten Gewissen. Auch aus der Hälfte. Ich würde Mensch sein, nehmen. Ja. Nun, dann lass mich deine Geschichte erzählen. Zu einer Zeit, als die 33 Kleinstaaten sich gegen das Kaiserreich auflehnten, lebte Joseph mit seiner Tochter in einer kleinen Stadt. Eines Nachts bat ihn ein flüchtiger Offizier um Hilfe. Joseph willigte ein und sie machten sich mit einem kleinen Trupp auf den Weg und fanden Zuflucht in einer Höhle. Um in das Schloss des Kaisers eindringen zu können, galt es, die Glocke der Amaterasu zu finden, oder Amaterasu. In den Tiefen der Höhle besiegten sie Adamain Taimai
und ergatterten die legendäre Glocke. Auf ihrem Rückweg wurden sie in einem Hinterhalt gelockt, aus dem sie nur entkamen, weil Joseph sein Leben opferte. Der Offizier verließ später die Stadt, ohne der Tochter Chanel ein Wort zu sagen, die immer noch auf die Rückkehr ihres Vaters wartete. Historiker belegen: Der angebliche Hinterhalt war nur eine Ausrede, um das eigene Missgeschick zu vertuschen. Das zurückhaltende Verhalten des Offiziers gegenüber der Tochter zeugt von seinem schlechten Gewissen. Auch der Held ist letztendlich nur ein Mensch. Sind diese 4 Kapitel deine Wahl? Ja. Eine letzte Frage, mein Kind. Aus welchem Grund hast du der Erzählung eines Helden das Ende Menschsein gegeben? Damit ein Held nicht in Vergessenheit gerät, benötigt es einer gewissen Nähe zum Volk, damit seine Legende von Generation zu Generation weitergegeben wird. Mit seinem fürsorglichen Verhalten blieb der Held so lange in den Köpfen der Menschen, dass die Erzählung immer weitergegeben wurde. Deine persönliche und ehrliche Meinung möchte ich hören, mein Kind. Meine ehrliche Meinung? Auch jetzt, wo ich so weit von meinem Volk entfernt bin, habe ich es doch nie vergessen. Deine Seele ist erfüllt von Schmerz und Trauer. Wenn dieser Schmerz durch das Wiedererlangen der Beschwörungsmagie gelindert wird, so sollst du meine Seele erhalten. Ach schön. Habt vielen Dank. Viele Wege führen zum Ziel, aber verliere deine eigenen nicht aus den Augen, mein Kind. Ein Peridot haben wir erhalten. Jetzt kann ich bestimmt. Also, auf nach Lindblum. Hey Opa, bist du echt schon weg? Was hast du? Ich wollte nur fragen, warum er uns dieses Spielchen hat spielen lassen. Ob einfacher Mensch oder Held, das ist doch etwas, was die Nachwelt nach Belieben bestimmt. Wie soll ich sagen? Es ist ja wohl egal, wie sehr man über das grübelt, denn die Nachwelt denkt sich sowieso ihren eigenen Teil. Ich glaube, Opa Ramo hätte sich so oder so Lili angeschlossen, egal welche Wahl sie getroffen hätte. Irgendwie habe ich das im Gefühl. Sieh dann, Vivi, nun kommt schon. Genauso ist es. Unabhängig davon, was die Nachwelt erzählt, wichtig ist die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Ihr ist es wahrscheinlich nicht bewusst, aber ihr tiefer Wunsch, ihre Beschwörungsmagie wiederzuerlangen, der ging ihr bereits in Erfüllung, als sie nach meinen 5 Doppelgängern suchte. Sie hat ihre ursprüngliche Kraft, Bestie zu beschwören, wiedererlangt. Je nach Willen des Beschwörers können die Bestie zu Göttern oder zu Werkzeugen des Bösen werden. Ihre Denkweise erfordert noch Flexibilität, aber ihre große Hoffnung macht sie meiner Herrin würdig. Ich werde sie auf ihrem Pfad der Hoffnung behüten. Die Freundschaft mit euch ist in ihrem Herzen zu etwas Unabdingbarem herangewachsen. Helft ihr, ihr Ziel zu erreichen. Das machen wir. Aber sicher doch. Seht doch, Schloss Lindblum. Sieh dann, hier kommen wir nicht mehr hoch, wenn wir einmal runtergesprungen sind. Natürlich wollen wir sofort runter. Sieh dann. Ich möchte mit meiner Beschwörungsmagie allen so gut es geht helfen. Keine Sorge, Lilly. Das schaffst du bestimmt. Sieh dann. Das ist doch... Das... Die rote Rose.